Moin Leute, euer Wombat wieder am Bambus und heute zeige ich euch das neueste Fahrzeug aus dem DLC. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen und für die, die noch nicht abonniert haben, abonniert, mir verpasst die krassesten Informationen rund um GTA Online. Also ich würde sagen, fangen wir mal direkt an. Welches Fahrzeug hat denn Rockstar Games hinzugefügt? Rockstar Games hat denn die Klasse Vigaro ZX herausgebracht. Dieses Fahrzeug ist ein Muscle Car und dieses Muscle Car findet ihr auf der South San Andreas Seite für doch den stolzen Preis von 1.947.000 GTA-Dollars, also knapp 2 Millionen. Schon heftig für ein Muscle Car, aber egal, ich würde sagen, wir kaufen uns das Ganze einfach mal und schauen, was für Tuning-Möglichkeiten wir haben. So, dieses Fahrzeug ist ein HSW-Fahrzeug, das bedeutet, wir können es im LSK mit umtunen zu einem HSW-Fahrzeug. Ja, das bedeutet, wir dürfen nochmal gut Geld ausgeben und zwar nochmal 385.000 GTA-Dollars oder anders gesagt, ihr habt das Fahrzeug noch nicht getuned, hat aber bis hierhin 2.332.000 GTA-Dollars ausgegeben für ein Muscle Car. Gut, ne? Stellen wir erstmal so hin, vielleicht lohnt sich das Ganze ja. Gut, das Fahrzeug generell, klar, es hat natürlich extrem viele Tuning-Teile, muss ich hier sagen, es hat wirklich viele Tuning-Teile. Denn die Stoßstangen allein sind schon sehr viele, vorne wie hinten. Was mir persönlich hier missfällt, was im ganzen Auto aber durchgehen kommt, dieses HSW. Dieses HSW-Stoßstangen am Ende sind, ich weiß nicht, was es ist. Ist es geschmeidig, ist es ein Teppich, ist es fleckig? Ich weiß es nicht, was es ist. Es sieht einfach nur schlecht aus. Finde ich persönlich, ist absolut nicht mein Stil. Diese komischen, fleckigen, dreckigen, was auch immer das sein soll bei HSW. Und leider... findet ihr das überall in diesem Fahrzeug. Also sprich, bei jedem optischen Tuning-Teil, was HSW euch anbietet, könnt ihr auch dann dieses schmeidige, schmutzige, was auch immer das machen. Und ich finde es hier einfach hässlich. Also muss ich hier sagen, passt einfach nicht zum Fahrzeug. Klar, Geschmäcker sind verschieden, will ich auch nichts anderes sagen. Aber ich finde es halt schade, hier hätte man vielleicht ein bisschen mehr rausholen können in Sachen von anderen, weiteren Tuning-Teilen bzw. Tuning-Möglichkeiten. Aber gut, das ist das einzig Negative, was ich an diesem Fahrzeug sagen kann. Denn ansonsten, wirklich, hat dieses Fahrzeug super viele Tuning-Möglichkeiten und das Auto sieht generell einfach super aus, muss man sagen. Was ich hier leider auch einen kleinen Minuspunkt geben müsste, wäre der Sound, denn der Sound ist nicht anders als der Dominator GTX, wie auch immer der heißt in GTA, denn das ist 1:1 derselbe Motorsound. Finde ich persönlich sehr schade, da die Realität garantiert nicht gleich klingt. Mein absolut persönliches Highlight an diesem Fahrzeug ist tatsächlich aber der Auspuff, denn der Auspuff an diesem Fahrzeug kann tatsächlich lackiert sein. Das bedeutet, ihr könnt tatsächlich Auspuffe auswählen bzw. umtunen, die auch die Farbe vom Fahrzeug haben, was ich persönlich einfach mega cool finde, denn ich stehe persönlich eher auf lackierte Autos anstatt auf Carbon. Bevor jetzt die Leute sagen, boah, ich hätte lieber ein Carbon-Fahrzeug, keine Sorge, denn dieses Fahrzeug bietet natürlich jedes Tuning-Teil, was man hier tunen kann, in der lackierten Variante, aber auch in der Carbon-Variante. Also wenn ihr wirklich auf Racing aus seid und das Auto auch richtig Racing aussehen soll, dann könnt ihr hier klar mit Carbon vollklatschen, was es hält. Aber hier muss ich eins sagen, Leute, dieses Fahrzeug ist schnell, verdammt schnell. Es ist ein HSW-Fahrzeug. Aber die Rennstrecken, die es so gibt, zum Beispiel die Stuntrennen für Muscle Cars, sind für solche Geschwindigkeiten, wie dieses Auto hier erreicht, generell nicht gemacht. Mit anderen Worten, wenn ihr mit diesem Fahrzeug dieses Rennen fahren würdet, werdet ihr wahrscheinlich Erster, weil ihr einfach schnell seid auf der Geraden. Aber wenn es Richtung Rampen, Springen und sowas geht, ihr springt über den Checkpoint drüber. Vertraut mir, das war bei den Supersportwagen HSW genauso. Denn die ganzen Rennstrecken sind auf normale Fahrzeuge ausgelegt und nicht auf diese Monster-Geschwindigkeitsfahrzeuge hier. Ne, nur so als kleiner Tipp am Rande. Was ich hier ansonsten eigentlich auch noch sehr cool finde am Fahrzeug, ist einfach die Heckscheibe. Denn die Heckscheibe kann natürlich auch umtunen, dass es ein bisschen nach Racing aussieht, dass es ein bisschen nach professionell aussieht. Aber dass man hier auch nicht nur diese komischen Klappen hat, sondern auch einfach praktisch eine Platte als Scheibe ersetzen kann. Was generell optisch sehr cool aussieht, was ich auf jeden Fall persönlich sehr feiere. Was ich hier auch ein bisschen schade finde, was jetzt kein Minuspunkt ist, aber in Sachen Spoiler. In Spoiler gibt es auch so 2, 3 lackierte Spoiler und das war's. Denn der Rest ist Carbon. Klar, es sind dann diese fetten Mega-Spoiler, die gefühlt breiter sind als das Auto. Aber ich hätte mir auch hier vielleicht ein bisschen gewünscht, dass hier auch mehr lackierte Spoiler sind. Denn ich bin der Typ für komplett lackiertes Auto. Sieht einfach schöner aus. Ist halt mein Geschmack. Aber egal, Leute. Die Frage der Frage, habe ich das Fahrzeug schon gemoddet, ist natürlich eigentlich schon unnötig. Klar, ich habe das Fahrzeug schon gemoddet. Und hier sieht das Fahrzeug mal mit Formel 1 Felgen. Und wenn ihr dieses Fahrzeug haben wollt, kein Problem. Dann folgt mir auf Twitch, YouTube, denn
früher oder später werde ich wieder einen Giftcastle Friendstream veranstalten. Und in diesen Giftcastle Friendstreams verschenke ich meine Fahrzeuge an euch. Zum Beispiel dieses Fahrzeug hier oder irgendwelche anderen Fahrzeuge, die ich sonst noch so besitze. Aber gut, Leute, das war jetzt das kleine Informationsvideo um das neueste Fahrzeug aus GTA Online. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen fetten Daumen nach oben da. Aber ich bin raus, euer Wombat. Ciao.